Hallo liebe Landwirte, mein Name ist Jan-Hendrik Simmons von den Gerius Ingenieuren. Mein Name ist Marco Petersen von der Deutschen Saatveredelung AG. Wir stehen hier gerade auf unserem Zwischenbruchversuchsfeld im Wasserschutzgebiet Holzel und wollen euch die Ergebnisse präsentieren. Zunächst führen wir eine Bodengefügeansprache nach der Maske der GKB durch, um den Zustand des Bodens zu überprüfen. Beurteilen wir die Oberflächenstruktur des Bodens. Wie man hier sehr klar sieht, haben wir eine Horizonttrennung. Also wir sehen hier den durchwurzelten Raum und hier den Unterboden mit einer klaren Schnittkante. Wir gucken, ob wir intakte, stabile Aggregate haben. Diese großförmigen Aggregate nennt man Plattengefüge. Das ist nicht so günstig. Als zweites beurteilen wir durch die Wurzelung des Bodens. Wir sehen hier durch die Setzung im Oberhorizont eine gute Durchwurzelung, aber wenn wir in den Unterboden reingucken, sehen wir so gut wie keine Feinwurzelgänge. Als nächstes beurteilen wir die Makroporen des Bodens. Dazu nehmen wir einen Krümel in die Hand und suchen zum Beispiel nach Regenwurmgängen. Wir sehen hier, wie beschrieben, das Plattengefüge ohne erkennbare Makroporen. Jetzt beurteilen wir das Gefüge des Bodens. Wie wir hier sehen, bricht der Boden richtig plattig auseinander. Das könnte auch auf einen Kalziummangel hindeuten. Anschließend beurteilen wir die organischen Reststoffe. Wir finden hier, waren Roggen drauf, noch Roggenstroh, das ist nicht schlimm. Unterboden finden wir, hier mal einen Tauwurm, aber so gut wie keine organische Struktur. Vom Geruch her ist der Boden nicht erdig, sondern neutral bis muffig. Insgesamt muss man feststellen, hier haben wir noch nach der Bodengefügeansprache an dem Schlag zu arbeiten, was das Gefüge angeht. Bei der Feldgefügeansprache suchen wir grundsätzlich mit einem Penetrometer nach Bodenverdichtung. Hier konnten wir eine deutliche Flugsohle feststellen. Im Folgenden wird Marco Petersen auf die Ziele unseres Versuchs eingehen und die Fragestellungen erörtern, auf deren Grundlage wir den Versuch angelegt haben. So, was wollen wir hier mit diesem Projekt darstellen? Wir haben 4 biodiverse Zwischenfruchtmischungen aus dem Hause DSV, aus dem TerraLife-Programm, gegenüber einer einfachen Mischung, die einfach nur dazu da ist, die Greening-Verpflichtung zu erfüllen. Und hier wollen wir jetzt ganz einfach darauf eingehen, was die verschiedenen Mischungen an Wurzelleistung bringen. Hier haben wir auch eine Mischung aus dem Hause der DSV. Das ist die Easy Green Sommer 1, die daraufhin geeignet ist, einfach die Greening-Auflagen zu erfüllen. Diese Mischung besteht einfach nur aus 3 Komponenten. Das ist der Senf, der Buchweizen und die Phacelia. So, hier haben wir unsere 3 Komponenten aus der Easy Green Mischung. Das ist zum einen der Senf. Der Senf hat hier auch schon stark Beinigkeit angezeigt, bedeutet, er zeigt auch die Bodenverdichtung, die wir hier schon angesprochen haben. Dann haben wir hier den Buchweizen. Der Buchweizen reagiert auch schon mit einer geschwungenen Wurzel. Dadurch reagiert er auf die Bodenverdichtung und sucht sich halt seine Lücken, um tiefer zu kommen. Und die Phacelia ist nicht ganz so groß geworden, ganz einfach, weil sie vom Senf, der relativ schnellwüchsig ist, überwachsen wurde. Was bei dieser Mischung jetzt zu beachten ist, die Komponenten haben ein relativ weites CN-Verhältnis, besonders der Senf. Und das sorgt natürlich dafür, dass die oberirdisch aufgenommenen Nährstoffe im kommenden Jahr auch später zur Verfügung gestellt werden. Aber das wollen wir hier mit diesem Projekt auch herausfinden, wann sie zur Verfügung gestellt werden. Hier befinden wir uns vor dem Klassiker, das Original Landsberg-Menge aus dem Hause der DSV. Achtung, das Original, was aus unserem Hause kommt, ist nicht greeningfähig. Das macht aber gar nichts, denn dieses Gemenge hat einen ganz besonderen Vorteil für den Boden. Das Original Landsberg Gemenge hat nur 3 Inhaltsstoffe. Welsches Weidelgras, Inkarnatklee und die Winterwicke. Diese 3 Komponenten sorgen dafür, dass der Oberboden extrem stark durchwurzelt wird. Und durch ihre Überwinterung, heißt also sie frieren nicht ab, bringen sie natürlich auch während warmer Vegetation Nährstoffe aus der Atmosphäre in den Boden. Ich nenne es einfach mal Zuckerpumpe und ernähren damit das Bodenleben. Und diese Mischung kann dann im Frühjahr hervorragend als Futter für die Rinder verwendet werden. Jetzt haben wir es mit einer der diversesten Mischungen aus dem Hause DSV zu tun. Das ist die TerraLife Mais Pro TR Greening 50. Diese Mischung ist natürlich speziell für Maisfruchtfolgen, die sehr intensiv und eng geführt sind, geeignet und auch produziert worden.
So, was ihr hier natürlich seht, ist ein sehr gut gedeckter Tisch. Das, was ihr euch zu Hause immer wünscht, das wünschen wir uns natürlich auch für den Boden. Und das sehen wir hier natürlich. Die Artenvielfalt in der Mais-Pro ist einfach da. Wir haben verschiedene Komponenten. Hier der besagte Tiefenrettich mit diesem extrem kräftigen Rettich, der auch sicher im Winter abfriert und dafür sorgt, dass wir auch gewisse Grobporen im Boden haben. Dann haben wir eine Phacelia hier dazwischen, wieder das intensive, kräftige Wurzelwerk der Sonnenblume und auch immer wieder dazwischen zu erkennen, die Leguminosen, ob das denn eine Wicke ist, eine Serradella mit sehr, sehr vielen Knöllchen dran. Und das ist natürlich der Stickstoff im nächsten Jahr, der kostenlos zur Verfügung steht. Und was uns natürlich auffällt, wir haben gewisse Komponenten, wie hier beim abessinischen Kohl, die Wurzel. Die Wurzel zeigt uns hier auch an, dass was mit dem Bodengefüge nicht stimmt. Sie wächst ganz stark zur Seite und auch bei der Phacelia erkennt man das, dass sie relativ beinig wirkt. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir hier in Zukunft beachten müssen auf der Fläche. Hier befinden wir uns vor der Enfix 50. Da ist der Name Programm Enfix. Diese Mischung mit einem Leguminosenanteil von knapp 50% ist darauf ausgelegt, den Boden sehr schnell zu bedecken und auch die möglichst maximale Menge an Stickstoff aus der Luft in das System Boden einzubringen. So, warum haben wir hier auch diese Mischung mit diesem extrem hohen Leguminosenanteil im Wasserschutzgebiet? Ganz einfach darauf begründet, wir haben hier keine Stickstoffdüngung mehr auf dieser Fläche gehabt, was die roten Gebiete in Zukunft betrifft. Und dadurch müssen wir zur Fütterung der mikrobiellen Aktivität im Boden auch Stickstoff ins System reinbringen. Und dafür sind die Leguminosen natürlich essentiell. Und gerade in diesem Bereich sehen wir diese verschiedenen Wurzelarchitekturen auch der Leguminosen. Da können wir auch noch verschiedene Vorteile miteinander kombinieren. Verschiedene Bodentiefen erschließen, den Stickstoff, der im Boden ist, erstmal aufnehmen, den Reststickstoff und dann Stickstoff aus der Luft ins System führen, damit sich die Organik im nächsten Jahr, die noch im Boden ist, das Stroh schneller umsetzen kann und der Stickstoff sozusagen der Folgekultur, dem Mais, nicht entzogen wird oder nicht mehr zur Verfügung steht. Also hier befinden wir uns in der TerraLife Aqua Pro, eine Mischung, die in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzberatung vor etlichen Jahren entstanden ist. Die besticht dadurch heraus, dass sie 0% Leguminosenanteil hat und 0% Kreuzblütler, bedeutet also relativ fruchtfolgeneutral. So, was ihr eben auf dem Bild gesehen habt, ist ganz klar daraufhin begründet, dass wir es hier mit einer verschiedenen Architektur der unterschiedlichen Pflanzen der Wurzelleistung zu tun haben. Wir haben jetzt hier einen Öllein, der relativ tief wurzelt. Wir haben hier eine Färberdistel, den Rauhafer mit einem kräftigen Büschelwurzelwerk und hier gleich in Kombination das Rantelkraut, die Sonnenblume und Phacelia. Diese Wurzeln sind so stark ineinander mittlerweile verwachsen, dass wir die kaum noch auseinanderkriegen. Und das ist natürlich für den Bodenschutz was ganz Besonderes. Ja, wir erwarten uns hier aus Wasserschutzsicht weitere Aufschlüsse darüber, welche Stickstoffnachlieferungsleistungen wir aus verschiedenen Mischungen im nächsten Jahr in der Folgekultur erhalten. Ja, und wir, besonders ich, erwarte natürlich aus diesem Versuch heraus neue Erkenntnisse darüber, welche Zwischenfruchtmischung aus unserem Hause ohne Stickstoffdüngung in dieser Region in Zukunft hinpasst und auch gute Wurzelleistung bildet. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir werden euch über die folgenden Ergebnisse im nächsten Jahr auf dem Laufenden halten. Macht's gut und bis bald.